Geh und mähe die Wiese. In einer halben Stunde hast du das. Nein. Terry, geh und mähe die Wiese. In einer halben Stunde hast du das. Hell genug ist ja noch dafür. Nein. Terry, die Wiese. Die Wiese. Hat die blöde Wiese nicht Zeit bis morgen? Morgen? Du weißt doch, Kräte haben doch auf dem Mist. Wenn Weihnachten doch mal Ostern wäre, wenn Dienstag dann auf Sonntag fällt, Morgenring! Wie gern sähe ich dich alles tun, was im Haus getan werden muss. Ach so, ja, was muss denn getan werden? Es muss gewaschen werden, gebügelt und gekocht. Ach so, ich hab noch was vergessen. Das Schwein muss gefüttert werden, das Rind, die Hennen. Du musst die gelben Säcke vor die Tür legen. Der Frankfurter Kranz muss gebacken und die Hochzeitssuppe gekocht werden. Gut. Ach, nimm das Karnickel aus der Froste, dann kannst du die Quitten gleich einfrieren. Der Gelierzucker muss abgewogen werden. Die Yogamatten müssen desinfiziert werden. Und bring endlich dieses Scheiß-Aerobic-Video wieder zurück! Der Kleine muss zum Smoky-Eyes-Workshop gebracht werden. Ach, und es muss gelüftet werden, aber fang den Bubi vorher ein, sonst haut der wieder ab. Ach, zieh das an! Und tu, was im Haus getan werden muss! Und ich gehe und mähe die Wiese. Zeige der Welt und deiner armen, nischen Frau, was für Wunder du vollbringen kannst. Ja, was soll ich jetzt alles machen, Hörner? Gelben Säcke vor die Tür legen. Kugelsamen. Nee, das mach ich nicht. Lennecke, die Hand zu schütteln ist gefährlich. Auch wenn es ein Pfarrer war, durch den du sie kennengelernt hast. Eines Tages wirst du erkennen, dass sie nicht nur an dir herumspielt, sondern auch an mir. Nass bis auf die Haut, so stand sie da, A-N-N-A. Anna, ich lieblos dich, andere sind lieblos, du bist wie Vinyl für meinen DJ, Dialektik für Hegel. Anna, wie war das bei da? Bist von hinten wie von vorn. U-R-S-U-L-A. Sie gab mir einen Abschiedskuss. Dann kam der Bus. Anna nahm mein Verstand. Ich fand an Anna allerhand. Manchmal lach ich darüber, doch dann merk ich, wie's mich trifft. Komik ist Tragik in Spiegelschrift. Nein, beschleunigst du gar nichts. Ach, da beschleunige ich gar nichts, ja? Da beschleunige ich gar nichts. Aber hier rumhängen, ne? Und dir zusehen, wie du hier mit deinem Körper rumfuchtelst und mit deiner Tüte rumraschelst, ja, das beschleunigt natürlich einiges, ne? Oder dir zuhören, wie du komische Töne aus deinem Körper presst. Ja, entschuldig mal. Das ist natürlich die Beschleunigungsmöglichkeit schlechthin. Beides war deine Initiative. Meine Initiative. Meine Initiative. Was hältst du von dem Wort Verleumdung, Barry Darrell? Das finde ich semantisch erstmal einen wichtigen Begriff. Du bist doch hier reingeraschelt. Ich war? Ja, schon, aber. Du hast mit deiner Tüte geraschelt. Ich war? Ja, schon, aber. Während ich mit meiner Gymnastik beschäftigt war. Ich war? Selbst Horkheimer. Du wirst es mir gleich nachtun wollen, was bei dir zu einem richtigen Gliederwirrwarr führte. Nicht wahr? Finde ich spannend. Barry. Dieses Gespräch darf sich hier nicht zu einer Diskussion ausweiten, ja? Weil ich mich jetzt hier nämlich betätigen muss. Und wenn du mir schon nicht hilfst, dann lass mich das, was hier im Haus zu tun ist! Bitte! Barry, jetzt schreist du wieder. Ich merk's gerade. Oh, ich glaube, die Uhr ist stehen geblieben. Ich glaube, sie steht und geht Stunden nach. Dreh doch mal an dem Knopf und stell den Zeiger auf
halb zehn. Wie nichts gemacht? Nichts gemacht? Sag mal, schau ich dir nicht schon bald eine halbe Stunde zu, wie du an diesem Ding rumdrehst und zerrst, ja? Nichts gemacht? Nichts gemacht? Den hab ich das mal vergessen. So, fertig. Oh. Die Moin-Moin-Tasse. Ich gehe jetzt raus und bring dem Schwein die Kartoffeln. Hey! Rühr hier nichts an, während ich rausgehe und dem Schwein die Kartoffeln bringe. Schnell! Sich beeilen. Schnell! Lauf! Hey, schnell! Ganz schnell laufen. Eigentlich was Kaltes. Ah, Skilauf. Was Kaltes. Wintersport. Mensch, was Kaltes. Ja, was ist es denn? Mensch, schnell was Kaltes, schieb's mir unter den Nacken. Um Gottes Willen, was ist passiert? Der hat mich nicht tief genug gebückt beim Reingehen und hat mir derart die Nase angehauen, voll an die 12. Oh. Mensch, schnell. Was? Was Kaltes, schieb's mir unter den Nacken. Warum denn? Damit's aufhört. Was? Zu bluten. So, die Nase hoch in die Luft, so hoch wie du kannst. Hoch. Na, geht doch hoch. Hoch. Woher sollte ich was Kaltes herbekommen, was ich dir unter den Nacken schieben kann? Hab ich doch gleich gesagt, mit der Rumrennerei beschleunigst du gar nichts. Jetzt reiß dich mal zusammen! Stecken mitten in einer Katastrophe! Was suchst du denn? Ja, ich habe unglaublich viel Blut verloren. Oh, lecker. Barry! Ha? Oh, Entschuldigung. Also... Nicht viel, nur das Gestell mit dem Waschbecken ist umgefallen. Wie viel? Wie viel klang aber nach mehr? Viel mehr! Ach, du bist der Typ Mann, den man an die Kette legen muss, sonst bleibt hier im Haus nichts heil. Ne? Komm, bleib hier, sonst zertrümmert mir deine zarte Hand noch alles, was das Haus hat. Ja? Die Hand nach Goethes Haus. Aber scheiße. Hol dir deinen Schlüssel selbst, ja? Hol dir deinen Schlüssel selbst. Deinetwegen hätte ich mich beinahe, also nur beinahe, aber beinahe abgeschlachtet. Hier, schau sie dir an. Wo gibt's hier einen Lappen, womit ich mir meine Wunden verbinden kann? Hier, hol dir deinen Schlüssel selbst. Das kann ich dir sagen. Gib mir doch irgendwas, womit ich mir meine Wunden verbinden kann. Sag mal, das ist schon echt ein starkes Stück, oder? Es ist schon echt ein starkes Stück, sowas eine Wunde zu nennen. Kann jetzt nicht mehr viel tun für dich damit. Naja, es wird deine Zerstörungskapazität mindern. Szene 8. Die Fensterscheibe. Szene 9. Überall liegen Kartoffeln herum, die du bei der Rumrennerei hast fallen lassen. Szene 10. Was ist hier los? Was ist hier los? Szene 11. Was ist hier los? Was ist hier los? Sag mal, merkst du nicht? Merkst du nicht, dass du gerade mit dem Besenstiel durch die Scheibe gestoßen hast? Merkwürdig. Ich hab gar nicht gemerkt, wie der Stiel das Fenster berührt hat. Oh. Aber es ist ein Loch drin. Da draußen ist was. Das will uns. Oh, ich halte das nicht mehr aus. Wir müssen es töten, bevor es uns zuerst tötet. Oh, Derry, bitte sag, dass das nicht wahr ist. Bleib immer dicht hinter mir. Okay, Derry, du kannst dich auf mich verlassen, Rachel. Asthma-Spray? Nein, ich hab doch kein Asthma, ich hab Angst. Fertig? Fertig.
fertig. Los! Besser abzuwägen. Und? Dick, 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 20 Gramm Zucker. Dann ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass wir uns trennen. Nein! Barry, die Welt ist aus den Fugen. Nichts ist mehr, wie es war. Ich gehe jetzt und... Nein! Ich gehe jetzt und... Nein! Ich gehe jetzt und töte... Nein! Ich gehe jetzt und töte... Nein! Geh du doch! Ich gehe doch da nicht raus. Ich gehe doch da auch nicht raus. Schnick, schnack, schnuck. Harry, ich gehe jetzt da raus und wenn mir was zustößt, und ich bin mir ziemlich sicher, dass mir was zustößt, dann... Kümmer dich um das Rind, ja? Und denk immer daran, wer in die Fußstapfen anderer Leute tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren im Sand. Und thank you for traveling with Deutsche Bahn. Und Hip-Hop braucht kein Mensch. Aber Mensch braucht Hip-Hop. Und für die Welt bist du nur irgendjemand. Aber für irgendjemand bist du die Welt. Und Deutschland ist das coolste Land der Welt. Oh, ey, ja, Mann. Egal, was passiert. Je t'aime. So, das hat sich bei der letzten Probe zum Rathauskonzert aber ganz anders angefühlt. Ja, Mensch, da war ja die Grenze noch nicht offen. Jawohl, genau. Du, wir hatten noch nichts. Doch, hier, Paracetamol. Ja, aber doch nur als Zäpfchen. Hm? Schön. Aber wenn sich das Rind nun an den Rand der Böschung verirrt und abstürzt, ab. Ich weiß es nicht. Was soll ich denn machen? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt beruhig dich erstmal. Derry. Ist doch alles gar nicht so schlimm. Hm? Bist du völlig verspannt hier? Guck mal, hier hinten ist ein richtiger Knubbel. Ja, ich bin total ausgebrannt. Oh Mann. Hier ist alles hart hier hinten. Ja, alles. Ja, die rechte ist auch immer schlimmer als die linken. Oh, ist schon ein bisschen besser? Ja, das tut gut. Na ja, sicher. Wann? Och, ich wollte raus. Ich sollte die Lampen holen. Und da war ich schon am Schuppen und da klingelte mein Handy. Und da war meine Oma dran und die hat gesagt, ich soll noch mal Milch kaufen und Mehl, weil sie mir einen Rührkuchen backen wollte. Und da habe ich gesagt, okay, Oma, das mache ich sehr, sehr gern. Und dann bin ich auf das Fahrrad gegangen und wollte zum Supermarkt. Naja, es war schon etwas spät. Und dann sah ich am Wegesrand ein kleines, hübsches Mädchen. Sie war sehr hübsch und ungefähr 20 Jahre alt. Und sie hatte ein Pappschild in den Händen. Darauf war ein H zu lesen. Und dann fragte ich, was soll das H bedeuten? Dann schrie die mich an. Du Blödmann, du Idiot, das bedeutet Hannover. Ich will nach Hannover. Dann sagte ich, oh fein. Das ist sehr schön, weil ich muss auch nach Hannover. Wäre ich ein Zufall, da kann ich dich ein kleines Stück mitnehmen. Und dann sind wir gemeinsam auf dem Fahrrad gewesen und sind gefahren und gefahren. Und sie hat mir von ihrer Oma erzählt und ich habe von meiner Oma erzählt. Doch plötzlich fing es an zu räuspern bei ihr. Und aus dem Räuspern wurde ein mächtiger Hustenanfall. Und dabei stieß sie mir an meinen Musikantenknochen. Ich lachte erst mal, doch dann flog meine Brille hinfort. Derry, dann flog meine Brille hinfort.